Ich bin Tina. Hi, ich bin der Johnny. Mein Name ist Lorenz. Wir studieren Elektrotechnik an der TU Dresden. An der Elektrotechnik begeistert mich die Vielseitigkeit. An einem Handy könnte ich alle Komponenten mitentwickeln, zum Beispiel die Antennen, das Touchpad oder auch die Platineneinheit, denn überall fließt Strom. Diese absolute Vielfalt von kleinsten Strukturgrößen in der Mikroelektronik über Datenübertragung in der Nachrichtentechnik bis hin zu Hochspannungsleitungen in der Hochspannungstechnik. Das beeindruckt mich. Eigentlich allen, die sich für technische Fragestellungen begeistern können. Und allen, die sich für Zukunftsfragen interessieren. Elektrotechnik nimmt schon heute eine unglaublich wichtige Rolle ein und die Bedeutung wird nur zunehmen in der Zukunft. Das heißt, wenn man aktiv in der Zukunft was gestalten möchte, mitwirken möchte, dann ist Elektrotechnik ein sehr guter Weg dahin. Die Elektrotechnik tangiert alle Lebensbereiche, vom elektrischen Auto über die Medizintechnik bis zur Energieversorgung. Das heißt, ihr habt später auch sehr viel Auswahl an Sachen, die ihr machen könnt. Für ein Studium der Elektrotechnik solltest du auf jeden Fall einige Dinge mitbringen. Dazu gehört eine Faszination und eine gewisse Neugierde an Technik, ein bisschen logisches Verständnis, viel Selbstdisziplin und Freude am Lernen. Mir gefiel die Aussicht aufs Diplom und die Freiheiten, die es bietet. Die Möglichkeiten, dass man sich erst nach 4 Semestern Grundstudium auf eine Vertiefungsrichtung festlegen muss und dass man quasi erstmal in alle Richtungen ein bisschen reinschnuppern kann und sich dann tatsächlich schlussendlich mit den Themen befasst, die einen am meisten interessieren. Ich mag es, dass die TU Dresden eine Campus-Uni ist, dass dir einem schnell geholfen wird und alles relativ fußläufig oder mit dem Fahrrad schnell erreichbar ist.